Meinen, wenn wir unterwegs noch was finden? Auch gut. Ich gucke mich ein bisschen um. Da ist was auf dem Boden. Öl? One that likes swimming in oil, surely must be Einer noch, ne? swimming in money. Vielleicht schaffen wir das noch. Jetzt habe ich den Ehrgeiz. Das letzte Ding will ich jetzt noch finden. Dann geht's halt ein paar Minuten länger. Da hinten waren wir, das ist der Mord. Der Typ da oben sagte, das sind Arschlöcher. Vielleicht finde ich da noch was. Wart ihr die Arschlöcher? An sich nicht, Tabi, ne? Warte mal, Spielhalle muss ich noch mal rein. Hier habe ich irgendwie einen geheimen Raum nicht gefunden. Will ich noch mal gucken, ob ich den finde. Tabi, das ist wie mit Frauen. Es gibt Frauen, die sagen, oh toll. Und es gibt Frauen, die sagen, es ist scheiße. Und genauso ist es auch bei Kerlen. Es gibt Kerle, die sagen, jo, bin ich dabei. Das machen Mäuschen. Und gibt welche, die sagen, ey, was bist du denn für eine Bitch? Da gibt's keine Grundantwort. Irgendwo ist hier ein Geheimraum. Aber der ist wahrscheinlich unten, ne? Nein, das Problem ist einfach, irgendeiner ist eigentlich immer dabei, bei dem es dann zu mehr wird. Oh. Jetzt schreibst du schon wieder Romane. Das ist halt das, was ich meine. Es gibt Leute, die sehen das so. Es gibt Leute, die sehen das so. Komme ich jetzt da rein? Ich habe den geheimen Raum gefunden, aber ich verstehe nicht, wie ich da reinkomme. Ah.
Okay, so geht das. Tabi, ganz im Ernst. Scheiß drauf, was andere denken. Du musst halt zufrieden sein. Wenn andere denken, du bist ein Miststück, dann ist es halt so. Aber heißt doch nicht, dass du dem glauben musst. Was du von dir hältst, ist wichtig. Und nicht das, was andere von dir halten. Wo ist denn jetzt eine funktionierende Telefonzelle finden? Euer Ernst? Ich suche jetzt eine Telefonzelle in der Stadt? Was hat er gesagt? Welche soll funktionieren? Alles klar. Du kannst jetzt auch, wenn du willst, privat schreiben, ist kein Thema. Could you advise me how a person who would like to try nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! But wait! Your voice. You sound like... a future happy customer. Fucking RoboCop! You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You'd like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket, apartment 6! There's some guys here! I think they mean business! Hurry! He's on the phone! Warte mal, wir können ja wieder was skillen. Was bringst du mir dann? Erstmal auf jeden Fall, na, gehen wir mal gleich beide Punkte auf Technik. Da möchte ich möchte nämlich gerne zu dem Codeknacker. Auch wenn das jetzt ein bisschen dauert, aber Tresore öffnen ist dann schon geil. Und theoretisch musst du ja dann irgendwie auch zu alten Map-Teilen zurückkommen, ne? Ich meine, du kannst ja jetzt schlecht sagen, oh, du kriegst jetzt schon Codeknacker auf 6. In dem kleinen Gebiet. Das haut ja irgendwie nicht hin. Gibt's hier noch was ab? Das ist eine Menge Stoff. Ich glaube, der ist nicht mehr hier. Habt ihr eine Nachricht bekommen, Tabi? Ich antworte aber später drauf, ne? Nimm's mir nicht übel. So. Oh, es geht aufs Dach. Wollen die ihn vom Dach schmeißen? Tobi, du entscheidest dich einmal dazu und kommst nicht mehr da raus. Ich warne dich im Vorwald, Vorfelde, BB Björn. Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice.
Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. Tue ich gar nicht. Aber es ist einfach Fakt. Wenn du einmal der Nette warst, dann musst du es immer wieder sein. Das überlebt ihr nicht, Jungs. Hab euch gewarnt. Oh shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these three dealers keep their drugs. Es ist halt Nacht in der Großstadt. Was erwartest du? A pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. Even if you escape, Sutta's out to get you. You will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept this stuff. Irgendwie tut mir der gerade weh. In writing. So, wieder was abgeschlossen. Oder auch nicht? Doch. Gut. So, aber ich suche jetzt noch dieses letzte Stück Dienen und Schützen. Aber dann habe ich hier, glaube ich, alles gemacht. Da unten ist die Waschküche, da waren wir schon drin. Das sieht doch nach was aus. Ich muss da hoch. Okay, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich erhofft hatte. Geil. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. So. So, wir steigen jetzt noch ins Auto. Sagt das Spiel uns jetzt noch? Nein, wir scheinen hier alles abgeschlossen zu haben. Spiel sagt uns auch, keine Nebenquests mehr, sonst würde er uns darauf hinweisen. Gucken wir uns jetzt noch die Cutscene an und dann war es finito für heute. 4 Stunden reicht.
Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Ist sie verknallt? Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Hätte ich mir auch so gedacht, ne? Also Skillbomb, wir haben schon ein bisschen was gelevelt. Technik ist jetzt das Ziel. Und danach wahrscheinlich Panzerung. Bisschen mehr Verteidigung. So, das hier können wir noch nicht, auch wenn wir schon ein paar Platinen haben. Aber wir checken mal den Ladeplatz. Ja, 11 Uhr. Sitzt, passt, wackelt, hat Look. Nein, das war falsch. Dann geht's Dienstagnachmittag weiter.